Hoffentlich funktioniert es jetzt. Jetzt hat es kein Bild oder was? Doch. Warte, Sekunde, jetzt muss ich das schnell wieder umstellen. Weil es wieder nur am Rumspinnen ist. Ey, mich regt das so auf. Das bleibt auf dem zweiten Bildschirm. Der erste Bildschirm ist völlig uninteressant. So, und jetzt? Jetzt haust du mir jedes Mal den blöden. Ich könnte so kotzen, ey. Was soll denn das da, ey? Ich will, dass das da. Warum ignoriert das das Seitenverhältnis? Es soll doch nur auf einem Bildschirm sein, du Spackenteil, ey. Jetzt kann ich teilweise die Nachrichten nicht lesen, scheiß drauf. Und leider kann man das Video jetzt nicht nochmal abspielen. Das Video zeigt es euch irgendwie nicht an, warum auch immer. Fangen wir einfach nochmal an. Wir haben drei Drachen zur Auswahl. Einen der Drachen können wir spielen. Wir können einen dieser drei Drachen spielen. Kurz nochmal. Arnold, der Feuerdrache. Ich lese jetzt die Geschichte nicht vor, das könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, das selbst lesen. Flugtempo 80, Leben 55, Regeneration 25, Feuerkraft 50, Lungenvolumen 30 und Mana ist 50. Dann hätten wir Morok, der Nekromant. Der hat Flugtempo 75, ist glaube ich der schnellste von allen Drachen, hat 40 Leben, ist damit glaube ich der schwächste, hat aber eine Regeneration von 45, erholt sich also glaube ich am schnellsten. Feuerkraft ist 40, seine Lungenvolumen ist 55 und sein Mana ist 35. Und das hier ist Borod, der frostige Zauberer. Er hat Flugtempo, nee, ist sogar er der schnellste, 85 hat er. Mit Flugtempo, Leben 35 ist damit auch der Schwächste. Hat eine Regeneration von 20, ist also auch in der Regeneration der Schwächste. Hat eine Feuerkraft von 15, hat ein Lungenvolumen von 25, Entschuldigung, und hat ein Lungenvolumen von 25. Hat aber dafür Mana 60, ist im Prinzip ein Zauberer. Jetzt würde mich interessieren, welchen dieser drei Drachen soll ich eurer Meinung nach wählen? Und was genau möchtet ihr von mir sehen, welchen Drachen ich auswählen soll? Das würde mich jetzt interessieren. Sagt mir also bitte, welchen Drachen ich nehmen soll. So, Feuerdrache, Borod, sagen viele. Moment, also Borod ist der Frostdrache. Also haben wir einen Feuerdrachen, einen Frostdrachen. Alduin, schwarz. Der schwarze Drache ist der Nekromant. Der blaue. Tut mir bitte den Gefallen. Ich habe euch extra vorgelesen, welche Kräfte die haben. Feuerdrache, Eisdrache oder der Nekromantendrache. Schreibt es mir bitte so rein, weil dann ist es nämlich für mich einfacher. Also wenn ihr jetzt den Namen oder so euch raussucht. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, welcher wie heißt. Ich weiß nur, dass es der Anor ist. Gut, ich kann nicht mehr drüber gehen, aber ist auch blöd. Okay, die meisten von euch sagen Borod. Ich muss dazu sagen, der Nekromantendrache ist der schwerste, der Eisdrache ist der leichteste und der Feuerdrache ist der mittelste. Von dem Schwierigkeitsgrad her. An meinen Mod kannst du bitte von Oma das mal bitte erlauben. Da hat der Bot das rausgesetzt. Oder der automatische Mod. Nekromantendrache. Der Nekro. Man hört dich kaum. Man hört mich kaum. Das ist ungeil. Wenn man mich nicht hört, ist es schlecht. Dann muss ich mal ein bisschen lauter machen. So. Na gut. Die meisten sagen jetzt, das ist echt gar nicht so einfach. So. Längst geschehen, sehr schön. An meinen Mod hast du jetzt mitgezählt zufällig. Ich kann leider nicht rauf und runter scrollen. Ich muss jetzt mal raustappen aus dem Spiel. Was waren jetzt am meisten da? Der Nekromant oder der Feuerdrache? Nee, der Nekromant, der Feuer oder der Eisdrache. Viele haben gesagt, ich soll den Barot nehmen. Jetzt bin ich zu laut oder was? Also mir ist es an sich egal. Ich kann alle drei spielen. Ich habe auch mit allen drei schon das Spiel mehrfach durchgespielt. Tatsächlich. Nicht mitgezählt. Naja, aber du kannst hochscrollen. Ich nicht. Okay, wir nehmen den Nekromantendrachen. Darum ging es doch gerade. Ich kann nicht mitzählen. So. Ja, im Prinzip fängt. Ja. So ist im Prinzip das ganze Spiel. Wir steuern einen Drachen. Wow. Wartet mal, jetzt ist meine Maus zu schnell. So, wartet. Muss ich erstmal wieder reinkommen in die Steuerung. Jetzt ist meine Maus wiederum zu langsam. So. So. Mit Rechtsklick lädt man schön den Angriff auf. Deswegen braucht man auch das Lungenvolumen, das sieht man oben links. So. Und ein dritter Schlag löscht das Viech endgültig aus. Was haben wir denn jetzt? So, du bist viel zu leise, man versteht dich kaum.
Leiser, ich kann mich nicht noch lauter machen, ich bin schon auf Maximum. So. Leute, ganz im Ernst, wenn schon ein Spiel, Mano, wenn schon Ding ruckelt wie Drecksau, glaubt ihr dann ernsthaft noch, dass, glaubt ihr dann ernsthaft, dass Overwatch flüssiger läuft? Außerdem spinnt der bei Overwatch schon, wenn ich nur aufnehme. Irgendwie tue ich mich gerade mit der Steuerung schwer, warum auch immer. So. Das ist Spore, das ist nicht Spore. Das ist Eye of the Dragon. Das Spiel. So, damit haben wir ein Level Up. So, gehen wir mal kurz aufs Level Up Menü. Wir nehmen uns das hier mit. Das ist ein Erdbeben. Das andere wäre eine kleine, ein kleiner Heilzauber. Den können wir aber im Moment nicht. Ob, können wir beide mitnehmen? Nee. Brauchen wir im Moment aber nicht. Ich würde tatsächlich erstmal auf Leben gehen mit ein paar Punkten. Jetzt schmiert der PC ab, oder was? Nee, das Spiel ist abgeschmiert. Och, Mann.